So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Nachtaktiv Gaming. So, und wir spielen auch direkt weiter. Wir hatten nur kurz pausiert. Jetzt bin ich am Controller, der Resturlaub. Gott sei Dank. Dennis Endboss guckt zu. Bisschen Entspannung für mich. So, Herzschrittmacher läuft. Okay, Puls ist on point. So, mal gucken, ob wir jetzt hier wirklich erstmal einen Schlüssel finden müssen oder die Kurbel oder den Teppich. Den fliegenden Teppich. Den fliegenden Teppich. So, da ist nochmal. Ja, siehst du, das meine ich halt. Das ist ja dasselbe Bild jetzt schon wieder. Ernsthaft? Ja, gut. Ja, ich weiß Wie nicht, viel, das. wie oft. Der hat ja ein Bombengeschäft gemacht mit diesem Bild. Gut, der kommt aus dem Dorf. Was willst Drei du denn da für ein Bomben ist Bombengeschäft ein machen? Klo. Ay, Junge, weh, da sitzt einer drauf. Klopf, klopf. Oh, geht nicht, Ist gleich weil einer abgeschlossen. davor hingeschissen hat. Achso. Nee, ist einfach. Nicht, ist nicht abgeschlossen. Das geht nicht auf. Ach so. Wegen des Schnees. Das gute alte Schneeballsystem. So. Ist schnell laufen, wenn man links. Ein bisschen Ja, ein schneller. bisschen fixer. Bisschen. Ein bisschen fixer ist man unterwegs. Okay. Ich versuche jetzt so viel wie möglich zu reden, damit ich meine. Da geht's lang. Oh, da hängt schon wieder irgendwas im Baum, ne? Ah, da ist Fisch. dieser Fisch genau lang gezogen worden. Ist da was im Baum oder bilde ich mir das ein? Ja, ein Kopf, ein Ziegenkopf. Ach so, ja, gut. Also, wenn ich mal irgendwie so durch den Ort gehe und dann hängen da irgendwo ein paar Ziegenköpfe, dann weiß ich, ich bin richtig. Ah, das, weißt du, wer das ist? Hennes der Erste, der Zweite. Vielleicht war es ja doch kein Fisch, sondern vielleicht war es doch nur. Die Zunge hängt auch Boah, das raus. Schloss im Hintergrund sieht richtig krass aus. Mhm. Das sieht richtig gut aus. Ja. Boah, ist das ekelhaft. Immerhin tropft das. Ich wollte gerade sagen, immerhin tropft das Blut nicht runter und in dem Moment sehe ich, wie das auf dem Boden aufklatscht. Alter. Gut. Wir kommen vom Workshop. Zeremonieplatz. Da gehe ich nicht hin. Da steht jemand. Nee, doch Nee, nicht. ich dachte aber auch kurz, das Digga. sah echt so aus. Das sah echt so aus, als wenn da jemand steht. Mal einmal kurz Herz checken. Ich glaube, ich bin noch voll entspannt. Wahrscheinlich. So. Hörst du die Musik? Bin der Meinung, ich höre Musik. Wie so ein altes Radio, so einen alten Schallplattenspieler mit diesen. Ja, irgendwas ist da. Hier, das dachte ich, wäre ein Kopf, dieser Ja. Topf. Hier links, das sieht aus wieder wie ein Schloss, was. Ach, Junge, warum? Wenn man Gegenstände aufnimmt, dann kommt da auch der Jumpscare-Sound. Ja, warum? Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich in den Demos so oft erschrocken, weil ich etwas aufgenommen habe. Was ist das denn für ein Symbol? Sieht aus wie Darth Vader von Lego. So, Tür geht wieder nicht auf, nehme ich an. Oh. Ist leer. Hab, Nee. ich habe mich aber erschrocken, dass es geklappt hat, muss ich zugeben. Hallo? Na klar. Ich drehe mich in so einem Spiel immer nicht um. Ja, ist viel Da besser. ist ein Huhn, oh mein Gott. Oh ja, ich bin für so eine Spiele eigentlich echt nicht gemacht, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr ängstlich verschlossen. Immerhin leben die Hühner noch. Ja, das heißt, die scheinen ja. Da kann man übrigens hochgehen, ne? Also die gelbe, das sieht schon so markiert aus, dass wenn man hier reinkommt, dass man da hochgehen kann. Vielleicht gibt es hier so ein Universal. Ich Da muss da drinne. jetzt. Ja. Frag den Nachbarn. Ja. Ja, Macht hier schon jemand die auf? Tür! Komm rein! Komm rein! Okay, dann gehen wir rein. Haben wir ja keine Chance. Auf einmal wurde es auf jeden Fall heller. Ich hasse das, ne? Dieses. Ich traue mich nicht nach da zu gucken. Da könnte jederzeit einer um die Ecke luchsen. Guck mal, das sieht Das so kann man markiert kap. aus. Ja, als ob man es kaputt machen könnte. Sieht zerbrechlich aus.
Abwehrmodus, Okay. die Hände hochhalten. Ja, der beste Guter Schutz. Abwehrmodus, einfach die Hände hochhalten. Inventarkoffer. Herstellen. Okay, das ist der Klassiker, ne? Wichtiges, okay. Schätze haben wir noch nichts. Objekte haben wir nichts. Okay, weil ich habe jetzt gerade Trägt er jetzt immer einen Koffer dabei oder warum? mit Dreieck macht man das. Aber ich Vielleicht glaube. kriegst du ja gleich eine Waffe und dann, da ist Ja, ich ein sehe schon. Messer. Ja, na klar. Wieso kriege ich denn ein. Ja, dann wird jetzt wahrscheinlich gleich Nein. auch etwas passieren. Angriff, das wird ja nicht umsonst da jetzt stehen. Ja, ich mach mal hier. Ja, und auch Arznei. Arznei ist da drin. In der Kiste. Ja. Ja, dann gehen wir weiter. Ist bestimmt nur für die Hühner. Ah. Da ist ein Das war Umhang, mein. da musst du durchgehen. Natürlich. Sind sie einfach weggelaufen? Ja, jetzt nimm doch mal was. Ich nehme mal. Fische. Das sieht da voll lecker aus. Was ist das? Sind sie einfach weggelaufen? Wen meint er denn? Pass auf, ich renne jetzt rein. Oh, jetzt geht's Ja, vor los. allen Dingen auch Jetzt so geht's los. Warte, langsam. warte, warte. Nicht! Oh! Nicht schießen! Nicht! Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und. Psst. Was ist los? Oh. Aber der scheint freundlich zu sein. Ich will seine Waffe. Oh nein! Sie konnten. Auch Wer Knoblauch. kommt? Ja. Was war das? Ihre Waffe. Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Messer von dir geklaut. Dein Küchenmesser habe ich. Ja, okay. Und wieder in den Vorhang. Nehmen Sie Oh. die. Oh, Nehmen nein. Sie. Nehmen Sie. Jetzt hast du Ja, eine Digga, Waffe. jetzt ist richtig satt. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Lass die Waffe fallen, lass die Waffe. Wichser. Was zum? Oh. Das würde ich auch machen. Ich würde stehen bleiben. Ich würde Oh, gucken. shit. Oha. Nein. Hä? Ich sehe nichts. Was ist jetzt? Ich sehe nichts. Geht direkt der Meine Krankenwagen Leiche. draußen los. Mist. Noch mehr. Hier ist das Dorf. Ja. Hat vielleicht einer eine Kurbel? Wo ist denn der Typ in der Strumpfflinte? Der ist nach oben. Das ist ja und wir sind hier blöd. nach unten. Aber man holt uns hier runter und verpisst sich Ja, dann. das finde ich auch komisch. Ich habe ganze 10 Schuss, Digga. Hä, hey, aber der Opa, war das sein Haus? Und warum ist dann in Warte, seinem warte, warte, Haus? warte, warte. Kuckuck. Warum musste ich das jetzt. Verdammte. Der sieht genauso aus wie der andere. Ich kann gerade nichts machen, ne? Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Die Kamera bewege ich nicht. Ja, aber in dem Keller oder oh, da hinten. Oh Ja. Gott. Oh Gott. Alles klar. Da muss jetzt. Alter, der hat. Der hat Okay, ich. Schweiß in Digga. den Finger. Ab. Kann nichts machen. Was ist das denn für ein. Und jetzt bin ich draußen und die Hat ihn Wette. den Fisch. Was war das? Der hat die halbe Hand abgebissen. Digga, warum kann ich denn nichts machen? Weil du jetzt schießen oder laufen musst. Ah, schießen eher. Nice, gut, Headshot direkt. Oh, nice. Noch ein. Ich hab Jetzt sind so die Glück. anderen Finger ab. Ja. Nice. Kann man die überhaupt töten? Der weicht ja den Schüssen aus, der Assi. Kannst du bitte weggehen? Wie machst du Nahkampf? Ja, gar nicht. Gar nicht. Jetzt musst du aber gleich Nahkampf machen, weil sonst bist du tot. Ein Schuss habe ich noch. Ich wette, das ist der.
Was tödlich, ist der? Ja. Aha. Messer. Jetzt. Ah, falsche Taste. Aber jetzt geht's mit dem. Er ist tot. Was zum Teufel? Hat 20 Schuss gebraucht und 2 Messer. Na gut, ich habe nicht alle getroffen, ne? Du hast doch viele getroffen. Ja. Headshots hast du doch auch getroffen. Jetzt. Und jetzt? Ja, jetzt gehe ich da wieder rein. Nee, da ist das. Das war der. Warte mal ganz kurz. Hier war der Typ. Der Opa wurde hier nach oben gezogen. Ja. Und wir wurden wo nach unten gezogen? Ja, eigentlich genau hier. Glaube ich. Ist das das Haus auch? Ja. Ne? Ja, da sind wir jetzt ja quasi auch wieder rausgekommen und haben dann den ersten, was auch immer, getroffen, der meine Hand ein bisschen zerschnippelt hat. Tut das nicht weh? Nein, ich habe doch da was drauf gekriegt. Ach, das ist genau die Hand, die auch im 7. Teil schon abgehackt wurde. Jetzt. Und dann wurde sie wieder dran genäht und jetzt ist sie nur noch zur Hälfte da. Das braucht man bestimmt für coolen Stuff. Ah. Jetzt kannst du die der Klassiker. Machen, ne? Genau. Ups, falsche Taste. Der Klassiker. Na, eine Chemikalie und ein Kraut ergeben eine Arznei. Bastler. Da habe ich aber auch Bastler. Auch was gebastelt. Oh. Ja, gut. Das war jetzt. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wo kommen wir weiter? Ja, ich du hast glaube, jetzt ein ich Messer muss jetzt, und eine Pistole. Ich glaube, ich muss wieder in das Haus zurück, wo wir herkommen. Oder durch das Tor da? Nee, ich glaube, das... Nee, es ist abgeschlossen. Irgendwas fehlt, ja. Irgendwas fehlt. Irgendwas. Also ich glaube, man muss halt hier wirklich wieder rein. Dann? Kann man da nach oben? Springen kann man nicht. Der hätte ja echt mal die Schrotflinte da zurücklassen. Bolzenschneider. Ah. Zack, wichtiges Bolzenschneider. Mhm. Jetzt kannst du eine Kette auf jeden Fall öffnen. Das ist doch gut. Oder auch ein Schloss. Wie gesagt, ich wundere mich halt nur. Wahrscheinlich kann ich das hier einfach aufknacken. Ja, jetzt. Ja. Bolzenschneider verwenden. Ja, das ist schon mal gut. Knack. Hier ist auch eine blutige Hand. Da unten geht ein Bach. Guck mal, sieht aus wie für Hexenverbrennung. Mhm. Das traue ich denen alles zu. So. Immerhin haben sie auch Werwölfe. Warum keine Hexen? Das war ein Werwolf, oder? Aber es ist doch kein Vollmond. Sind Werwölfe nicht eigentlich nur, wenn... Das war wie so eine Zwischenstufe. Ja, irgendwas. Es war auf jeden Fall irgendwas, was Hunger auf... Was ist das denn für ein Geräusch? Ein Funkgerät. Nichts passiert. Na klar. Munition? Mhm. Jawohl. Kannst du gleich mal nachmachen. Oh mein Gott. Junge. Mit 5 Schuss kommst du auf jeden Fall nicht sehr weit bei dir. Nee, ich nehme auch erstmal das Messer. Ich gehe erstmal in den Nahkampf. Aha, jetzt passiert wieder was. Das Ding umstoßen. Umstoßen. Oder vorschieben geht auch. Da oben kam ja nur Blut her. Oh. Ja, nur Blut. Wir haben ein paar Chemikalien. Ja, hier nimm wieder irgendwelche Arznei.
Und ein paar Patronen. Oh Gott. wenn man nicht selber spielt, dann... Das ist ganz cool, ne? Dann ist das nicht so erschreckend. Ja, okay. Oh, jetzt kommt ist er rein. Jetzt da? Kommt er rein. Nee, er hat hier wen reingeschmissen. Hier, nimm den Mensch. Vielleicht will er das so auch. Ach, das ist der... Ist das nicht der Opa? Weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall keine Schnurrfühle und so. Digga. Was passiert denn jetzt? Ich drücke immer die falsche Taste. Ich will Waffe wechseln. Komm her. Was ist denn los? Komm rein. Eigentlich ist einer hinter dir. Ja, Digga, ich will... Sie wollen dich nur erschrecken. Hört sich auf jeden Fall übertrieben verarsche an, das ist so viele. Vielleicht kann ich ihn aber durchs Fenster töten. Hat er die Schrotflinte auf mir? Nee, hau einfach ab. Der hat eine Axt auf dem Rücken. Ja. Aber ich treffe ihn ja. Meinst du? Soll ich ihn mal ins Gesicht schießen? Wobei ich hätte die Munition eher... Hier ist einer. Da ist einer. Und der beißt dir wieder mal ein Fingerchen. Schon wieder falsche Taste. Nach oben. Oh. Ja, ja, kein Problem. Hier, ich habe ein bisschen Wasser drauf. Das brennt ein bisschen. Ich glaube, der ist tot. Jetzt kann ich hier raus. Musst du wieder abhauen. Ist das? Nein, nicht unsere Munition verschwenden. Nee, ich wollte nur wissen. Aber hier muss doch dann noch irgendwas gewesen sein. Okay, ja. Hat da ein Loch reingeworfen? Okay, klar. Ja, vielleicht haben sie dir jetzt einen Weg draußen eröffnet. Nee, jetzt geht das Mikro. Überlebt? Oben beim Acker. Ist klar. Da komme ich. Ist auch überhaupt nicht gruselig, weil ich weiß, dass hier... Ich nehme die starke Hand. Weil ich weiß, dass hier noch einer draußen ist. Da wird wahrscheinlich nicht nur einer sein. Ja, aber mindestens von einem wissen wir ja, weil das Scheißviech hier rumgestänkert hat. Genau. Oh, da lauern sie. Das sind aber keine Werwölfe. Digga, soll ich da jetzt lang gehen? Soll ich gegen die kämpfen? Mit 9 Schuss. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Du musst zu der Alten. Oder der Frau. Jetzt bleibt da. Jo. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Okay, du bist am Arsch. Ja, du bist am Arsch. Jo. Wo willst du hin? Lass mich, Alter. Okay, lauf. Lass mich da mal durch da. Okay, laufen. Da ist noch einer. Ja, okay. Okay, vielleicht kommen wir jetzt hier lang. Was ist da drin? Was war das? Pistolenmunition. Das muss ich mir erstmal angewöhnen, dass das Waffenwechsel sehr bescheiden ist. Was ist denn das? Das ist eine Schrotflinte. Oh! Gut. Das ist schon was. Es nimmt kein Ende. Nee.
Aber du musst Schießpulver, okay. Oh, da geht's runter. Das ist eine Leiter. Schießpulver. Pistolmunition. Ich habe 2 Schuss original. Mehlsäcke. Ob da Mehl drin ist, ist eine andere Frage. Okay, Moment, warte mal. Oh, 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 oh. Hilfe! Guck lieber hinter dich. Geht's da weiter? Sag nicht, du bist in der Sackgasse. Nee. Ach du Scheiße. Ist er tot? Er ist tot. Geht's da raus? Nee. Da geht's raus. Einen hatte ich ja auch schon einen hatte ich ja auch schon angehittet, ne? Also, okay, ich dachte, das wäre sowas cooles wie. Oh, da sind Pfeile. Du schießt. Oh. Hä, wer ist denn? Da draußen könnte was anderes machen. 280 Länge hast du gefallen. Das ist die ruinische Währung. Lei oder so, Lei. Irgendwie so. Wie duckt man sich? Blei. Okay, da. Irgendwo. Die schießen, glaube ich, mit Pfeilen auch auf die. Du hast Verbündete irgendwo. Ja. Ein Schuss für 12 Leute. Nein, geh weg! Du bist jetzt auch einer. Alter, das ganze Dorf wird abgefackelt. Hast du das schon aufgenommen? Echt? Nee. Nee. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob du da drin sicher bist. Du musst nach oben. Erstmal die Tür zugeknallt. Hey, mach doch nicht die Tür auf! Was geht denn da ab in diesem Spiel? Keine Ahnung, aber ich habe gar keine. Ich habe keine Zeit, irgendwas zu machen. Ich würde nämlich gerne. Auf der Treppe. Auf der Leiter, so jetzt. Halb festgehalten, baust du dir das so mit. Welche Taste war denn das? R1. Gut. Warte, guck dich mal um. Oh. Ja klar. Okay. Okay. Aber ich habe keinen Schaden davon getragen. Okay, das sollte so sein. Ich dachte gerade, das wären meine Verbündeten. Ah, du bist so am Arsch. Ich glaube, du könntest dich tot sein. Häuptling. Oh. Also, ja, klar, und das ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Chewbacca, bist du es? Und jetzt verpasst er mir ein Ding mit dem Hammer und Game over. Wer ist das? Der sieht aus wie einer von den Bakers. Ja, und jetzt gehen sie einfach wieder? Weil was Schlimmeres kommt vielleicht. Also Werwölfe, das ist so eine Vorstufe von Werwölfen. Er mit seinen Fingern. Das. Und jetzt hat er auch noch einen rostigen Pfeil im Bein. Und das? Also, was hat er noch? Seine Frau verloren, sein Baby entführt, eine halbe Hand, Pfeile war. Läuft bei dir, Bruder. Richtig schöner Tag. Jung. Wo hat dann das jetzt, wie hat dann das jetzt gemacht? Ja, okay, ist jetzt ist wie neu. Oh. Da ist eine Hexe. Schau, schau, schau. Was? Oh Gott.
Alter, keine, ist aber jetzt gerade viel passiert auf einmal. Okay, da geht's, das muss man sich mal merken, Richtung Roten Turm. Aber ich würde da jetzt noch nicht direkt lang gehen, oder? Mal gucken, ob ich hier irgendwie ein paar Sachen schieße. Ja, bestimmt Munition oder sowas läuft hier oder liegt hier irgendwo noch rum. Ja, was bedeutet... Wo ist das denn? Keine Ahnung. Weil hier waren wir ja drin. Hier habe ich ja richtig viel aufgesammelt. Ja, das war schon okay. Aber man merkt halt schon trotzdem im Vergleich zum Vorgänger wesentlich actionreicher. Da, ne? Warst du ja eben. Ah ja, da bin ich ja dann runtergeworfen, ja, worden. Stimmt, da oben war. Hier war jetzt nichts Spektakuläres mehr. Ich habe halt eben versucht. Aber das ist halt... Ah, ich mag das bei Spielen. Wenn man nicht weiß, wo es lang geht, aber irgendwie treibt dich das Spiel und deine Neugierde doch irgendwie scheinbar auf den richtigen Weg. Ne, dieses, wie soll ich sagen, war ja eigentlich mega der Zufall, dass ich den Weg scheinbar ja doch irgendwie richtig gewählt habe. Ne? Ja, da kommst du, glaube ich, auch her. Mhm. Aber ich wollte nochmal gucken. Ach, das war ganz schön... Oh, das war schon ordentlich. Das hat mich auch gut gepusht. Das hat Spaß gemacht. Die haben mich richtig durchs Dorf getrieben. Ja. Wie viele. Ja, ich dachte auch erst so, ach ja, hier sind voll Mehl. Aber auch hier, ne, wie gesagt, so, du, so ein bisschen dieser Scripted Punch. So, du bist hier, guck, hier haben wir nämlich nochmal Munition. Das ist so, nicht, das hat, alleine deswegen hat sich das Zurückgehen ja schon mal gelohnt. Ne, irgendwie. Ja, es war halt auch mega der Abfuck, dass die dann auf einmal draußen wie die Hühner auf der Stange saßen. Bin mal gespannt, ob der Weg jetzt hier insofern so frei ist. Ja. Aber man läuft ja jetzt denen nach. Na klar, das würde ich auch machen. Hey. Da muss man noch irgendwas haben. Ne, und hier Dynamit... Kisten, ne? Oh. Das ist auch ein guter Moment. Ich gebe mal den Controller wieder rüber. Musst du nämlich nicht, weil da erkenne ich schon, dass da die Demo anfängt. Ah. Das sehe ich schon da. Okay. Ja, ja, ich kann... Also, wir werden es jetzt gleich nochmal sehen. Wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Also, es ist gefährlich hier draußen. Hören Sie mich. Die Frau mit den Toten. Des Kindes. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Mutter Miranda. Sie kommen zurück! Danke, dass du mich dann hier einsperrst. Aber gehen Sie bitte rein. Es könnte hier draußen... gefährlich. So die Frau, gefährlich. So die komische. Ja, und die buddelt hier irgendwelche Zeichen hin. Totenkopfstock. Entschuldigen Sie, es ist aber gefährlich hier draußen. Klopf, klopf. Ja, ja, das ist die Demo. Das habe ich gespielt, den ganzen Part hier. Okay. Ja. Ja, aber dann hältst du mich bitte dann auch, wenn ich was übersehe. Von aber, dem also, du weißt, dass da was Cooles ist oder was, was uns halt irgendwie helfen könnte. Ja, das kann ich machen, aber für die Demo hatte ich auch nur 30 Minuten Zeit. Dementsprechend bin ich ein bisschen auch natürlich gehetzt worden. Ah, okay. Also kann gut sein, dass ich natürlich auch viel nicht gesehen nicht gründlich genug untersuchen konnte, okay, weil ich natürlich die Demo auch beenden wollte. Hier ist wieder dieses Zeichen auf dem Boden, Knoblauch. Und dasselbe Bild, ne? Das Knoblauch. Bild... Hinter dir? Da? Da. Also ja, wenn das mal nicht die Mutter Miranda ist, von denen sie da die ganze Zeit redet. Ja, aber die wird ja hier scheinbar angepriesen. Das ist irgendwie strange.
Und das ist bestimmt eine Vampirfrau. Dieses Schloss ließe genau. sich leicht knacken. Ja, dann. Andererseits, da in diesem Dorf, da gibt's Werwolfsmenschen und Vampire anscheinend und die wissen das alles und die bleiben da leben. Jo. Entschuldigen Sie. Er ist auch der größte Vollhock. Er ist doch gut. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ich gefährlich hier draußen. Moment, haben Sie ein bisschen Tesafilm? Man hat mir einer gerade die Hand abgebissen und ich hinterfrage das nicht. Lustigen Pfeil habe ich auch im Bein. Aber ansonsten geht es mir gut. So, ich gucke hier einfach mal ein bisschen rum. Dann hoffen wir mal wirklich nicht, dass hier noch Karte auf. Die Karte aufrufen. Hä? Drücken. Ah, das sah aus wie Wischen. So, da ist ein Schlüssel. Ein Dietrich. Dietrich. Der zeigt mir an, wo Sachen sind. Ich glaube, wo du Sachen brauchst. Ah. Ja, okay. Er hat gesagt, ließe sich auch leicht öffnen. Ja, ist richtig. Hier hinten waren wir. Ja, okay. Valkyren. Statue. Okay. Das ist die Valkyrenstatue. Ja. Und da im Auge, das kann ich jetzt verraten, ist ein kleines, ein kleiner Edelstein. Und das sind, glaube ich, Suchelemente. Müsste man vermutlich runterschießen. Ja. Ja, ich habe das Blinzeln tatsächlich eben auch gesehen. Kristallfragment. Und ich glaube, die kannst du relativ teuer dann beim Händler verkaufen. Ja, das ist gut. Also das habe ich eben auch gesehen beim Hochgucken, dass da irgendwas drin geblinkt hat. So, okay. Dann gehen wir mal zuerst. Wo gehen wir denn zuerst hin? Wir gehen einfach mal hier lang. Hier ist was Gelbes. Das ist ein Brunnen. Das geht wahrscheinlich wieder nicht. Hier fehlt was. Hier kommen wir nicht durch. Ist ein Trecker. Der hat rostige... Wofür man die auch braucht? Vielleicht um Waffen aufzurüsten? Wird das möglich sein, die Waffen? Das kann sein. Oh, oh. Mehr Schaden oder so. Den Kopf zweimal dagegen. Passt schon. Okay. Hier so ein Tante Emma-Laden. Die wächtet sich. Okay, kann man das zerstören? Ja. Ja gut, jetzt sind wir schon mal nicht mehr gut mit Mutter Miranda. Alter, Mann. Das war ich nicht. Haben wir das schon mal geklärt? Ja, aber das war ich doch gar nicht. Also ich möchte einfach behaupten, das waren wir nicht. Haben wir auch direkt die Trophäe Zyniker bekommen. Wie kommen wir da rein? Wahrscheinlich noch gar nicht. Aber hier gibt es ja auch kein Schloss. Hm. Oh, das ist so typisch Resident Evil, wenn du die Tür da vorne anguckst. Dass man da so ein Bauteil einsteckt, genau. Ne? Wie so ein Schlüssel. Ja. Erstmal vom Friedhof Blumen klauen. Jetzt ist auch egal, wir haben die Ziege zerstört. Ja, ja, habe ich eben schon gesehen. Schloss. Oh, Schloss Dimitrescu. Ah, da hat gespeichert oben. Ja, ja, das ist auch der richtige Weg. Da oben links. Da habe ich schon wieder was gesehen, ja. Bitte? Ja, das habe ich auch oben links gesehen. Schon wieder so ein Kristall. Muss das Steuerkreuz nach oben machen. Ja, ich muss mir das mal angewöhnen. Ich will immer über Dreieck changen. Oha, da ist sie doch schon wieder. Ja. Diesmal ein besseres Bild. Oh. Die hat man ja auch schon mal gesehen. Unten, ne? Links ist das die Opma? Nee, doch, nee. Nee. Sieht aber fast so aus. Aber die hier hat man schon mal gesehen in einem Trailer, ja. Oder so, ne? Ja. Aber der Rest. Der sieht aus wie Van Helsing. Ja.
Das sieht die sieht richtig creepy aus. Und das wird wahrscheinlich die Oberböse sein. Das kann sein, die ja. Die wird ja überall angepriesen. Sollte Glück und Verbrennung. Zwei Reliktfragmente. Eines ist in der Kirche und eines bei Lucias Haus. Okay. Das ist doch schon mal. Kann man das nicht mitnehmen? Über den Friedhof und dann das Haus. Okay, mal gucken. Ah, das sind Speicherpoints. Ah. Stimmt, der Klassiker. Gleich mal. Das ist der Klassiker bei Resident Evil, die Schreibmaschinen als Speicherpoint. Okay, mach mal. Also ich würde sagen, hier beenden wir diese Folge. Gut. Und dann die nächste geht zu dem tollen, zu dem, wie nennt man die nochmal? Friedhof? Nee. Vogelschreck? Nee. Vogelscheuche. Vogelscheuche, danke. Ja, Vogelschreck. Koko! Okay. Vogelschreck. Und tschüss. Tschüss.